Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem weiteren Video dieses Trading Adventskalenders. Mein Name ist Daniel und im heutigen Video möchte ich euch ähnlich wie in der gestrigen Folge einige Indikatoren zeigen, mit denen man ein sogenanntes Cycle Top, ein Bull Run Top identifizieren kann. Und das Ganze möchten wir anhand des Bitcoin-Preises anschauen und eben dahingehend feststellen, ob wir das Top dieses aktuellen Bitcoin-Bullruns bereits gesehen haben oder ob wir darauf noch gespannt sein können. Und ich habe da schon den ein oder anderen Chart für euch vorbereitet und deswegen würde ich sagen, schauen wir da auch gleich mal rein. Und zwar sehen wir hier das sogenannte Stock-to-Flow-Model. Einigen von euch wird das bereits ein Begriff sein. Ich möchte es trotzdem hier auch mal erklären, damit es auch alle neuen Zuschauer ganz einfach verstehen können. Diese türkise Linie beruht auf der Berechnung, wie viele Jahre es eben noch braucht, um eine gewisse Anzahl an Bitcoins zu erzeugen, nämlich das Maximum. Für die Leute, die das noch nicht wissen, ich möchte es ganz kurz erklären. Es ist im Bitcoin-Code vorprogrammiert, dass es maximal 21 Millionen Bitcoins geben kann. Das bedeutet, die Leute, die aktiv Bitcoin minen und dadurch Bitcoins eben von der Blockchain ausgeschüttet bekommen als Belohnung. Das ist nämlich die Art und Weise, wie neue Bitcoins entstehen. Ich möchte es jetzt nicht zu genau erklären. Auf jeden Fall gibt es alle drei Jahre ein fundamentales Ereignis. Das nennt sich eben das sogenannte Halving. Und das führt dazu, dass diese Leute, diese Miner, eben nur mehr halb so viele Bitcoins wie zuvor ausgeschüttet bekommen durch diese Rewards. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass der Marktpreis eben auf Angebot und Nachfrage basiert und durch dieses sogenannte Halving eben das Angebot deutlich zurückgeht, ist eben die logische Schlussfolgerung, dass durch das rückgehende Angebot eben der Preis dadurch ansteigt. Und auf dieser Überlegung basiert das sogenannte Stock-to-Flow-Model, denn wie man hier schön sehen kann, gibt es hier immer wieder solche Knicke nach oben, die hier schon sehr frühzeitig berechnet und erkannt wurden, denn das sind jeweils die Tage des Halvings, die hier schon im Vorhinein bekannt waren. Und immer bei diesen Halvings ist, wie wir hier sehen können, in der Vergangenheit ein sogenannter Hype-Cycle, ein Bullrun entstanden und hat dann durch dieses mangelnde Angebot den Preis in die Höhe katapultiert. Wir wollen uns das hier einmal ganz kurz anschauen, wie sich der Preis im Vergleich zu diesem Stock-to-Flow-Model über die Jahre verhalten hat. Und da können wir sehen, dass wir eben immer am Zyklus-Top eines sogenannten Bullruns hier deutlich über dieses Stock-to-Flow-Model drüber gekommen sind und dann eben anschließend wieder daraufhin zurückkorrigiert haben und vielleicht sogar etwas darunter gekommen sind. Auch beim nächsten Bullrun hat sich wieder das Gleiche ereignet. In dem Moment, wo das Halving passiert ist, gab es eben einen katapultartigen Anstieg, bis wir dann eben irgendwo unser Zyklus-Top ausgebaut haben und wieder auf dieses Stock-to-Flow-Model runterkorrigiert haben. Im nächsten Bullrun können wir etwas Ähnliches sehen. In diesem roten Bereich, den wir hier auf dem Chart sehen können, ist eben das Halving passiert und darauf zufolge haben wir eben diesen massiven Krypto-Bullrun gesehen. Anschließend sind wir wieder in einen zweijährigen Bärenmarkt gegangen, bis dann wieder am Moment des Halvings der Preis einen katapultartigen Anstieg gesehen hat. Aktuell befinden wir uns aber noch immer unter dem Stock-to-Flow-Model, denn das Stock-to-Flow-Model liegt gerade etwa bei 107.000, 108.000 US-Dollar. Und wie wir hier in der Vergangenheit gesehen haben, sind wir hier immer massiv drüber hinausgestiegen. Vor allem, wenn man sich kurz überlegt, dass mittlerweile auch ernste, große, institutionelle Anleger in den Bitcoin investiert sind, wie zum Beispiel Tesla, ist hier meiner Meinung nach eben davon auszugehen, dass wir hier nochmal deutlich über dieses Stock-to-Flow-Model drüber hinaussteigen werden. Als nächstes möchte ich mir hier diesen Glassnode-Chart anschauen, der uns eben aussagt, wie viele Long-Term-Holder und wie viele Short-Term-Holder aktuell im Markt sind. Die schwarze Linie ist der Bitcoin-Preis, die orangene eben die Anzahl der Short-Term-Holders, also die kurzfristigen Halter, die auf kurze Sicht Profite mitnehmen wollen und danach den Markt wieder verlassen wollen. Und hier im Blau sehen wir eben die Anzahl der Langzeithalter, die eben beabsichtigen, über die Zeit immer mehr Bitcoins aufzubauen. Das bedeutet bestenfalls eben am Zyklus-Top Profite zu nehmen, um sie dann später im Bärenmarkt zu reinvestieren. Und wie wir sehen können, ist die Verhaltensweise der Langzeithalter und der Kurzzeithalter exakt umgekehrt. Und das ist ja auch selbstverständlich, denn wie wir wissen, wird durch den Bitcoin ja kein neues Geld geschaffen. Da findet eben jeweils immer nur eine Umverteilung des Wertes statt. Also, was die einen Leute gewinnen, verlieren die anderen. Was die einen Leute verlieren, gewinnen die anderen. Da wird ja kein neues Geld dadurch erzeugt. Und das muss einem immer klar sein, wenn man sich eben in irgendeiner Art von Markt befindet. Alles, was man gewinnt, ist eben der Verlust eines anderen und alles, was man verliert, ist eben der Gewinn eines anderen. Und das können wir hier auch sehr, sehr schön an diesem Chart sehen. Denn wenn wir uns einmal hier den Bullrun 2013, 2014 anschauen, dann können wir sehen, dass jedes Mal, wenn wir hier einen Zyklus-Top erreicht haben, die Langzeithalter angefangen haben, massiv Profite zu nehmen, während hier die Kurzzeithalter noch dachten, es geht weiter nach oben und hier den Markt betreten haben. Natürlich können wir hier sehen, haben die Langzeitanleger hier recht behalten und wir sind nochmal massiv nach unten korrigiert. Und als das die Kurzzeitanleger gemerkt haben, haben sie schlagartig den Markt wieder verlassen, während die Langzeitanleger, das sogenannte Smart Money, das kluge Geld, hier angefangen hat, noch mehr Bitcoins nachzukaufen und damit eben das Portfolio bis zum nächsten Bullrun ordentlich aufzustocken.
In dieser Zeit, während also hier der Bärenmarkt war, während die Langzeitanleger hier gewaltig nochmal ihre Bitcoins nachgekauft haben, haben hier die Short-Term-Holders, also die kurzfristigen Halter, den Kryptomarkt vernachlässigt und eben nicht ihre Positionen aufgestockt. Und als wir dann einen massiven Preisanstieg gesehen haben und alle Langzeithalter hier ihre Profite genommen haben, wie ihr sehen könnt, also die Anzahl an Langzeithaltern ging hier eben zurück, da diese Leute hier alle profitabel waren und alle im Plus hier Profite genommen haben. Und die Anzahl der Short-Term-Holders wurde eben hier drastisch mehr, da hier eben sämtliche Leute in diesem Bullrun den Markt betreten haben. Natürlich können wir wieder sehen, dass der Bitcoin-Preis nach diesem Zyklus-Top eben wieder deutlich zurückgegangen ist und diese Short-Term-Holders eben allesamt im Minus den Markt verlassen haben, da sie vermutlich hier oben eingekauft haben und in dieser Strecke etwa den Markt wieder verlassen haben. Die Langzeithalter haben hier, wie wir sehen können, in der Zeit, wo Bitcoin eben wieder einen massiven Abverkauf hatte, allesamt wieder ihr Portfolio aufgeladen und hier neue Positionen hinterlegt, um eben dann beim nächsten Bullrun, beim nächsten Aufschwung wieder mit dabei zu sein. Und aktuell können wir sehen, dass seit dem Moment, wo wir im Sommer eben auf die 30.000 US-Dollar abverkauft haben, die Langzeithalter allesamt dabei sind, ihre Positionen aufzustocken, da sie sich anschließend eben noch einen weiteren Anstieg erwarten. Die kurzzeitigen Halter, die hier eben allesamt bei diesem drastischen Abverkauf im Minus ausgestiegen sind, wenden sich langsam vom Markt ab, denn sie sind hier eben nicht profitabel gewesen. Wie wir sehen können, haben sich die Langzeithalter hier jedes Mal laut dieser Statistik intelligent verhalten und zu klugen Zeitpunkten ihr Portfolio aufgeladen, während die kurzfristigen hier Halter eigentlich fast jedes Mal im Minus ausbezahlt haben und danach schockartig den Markt verlassen haben. Das bedeutet, wir sollten uns des öfters mal daran orientieren, was hier die langfristigen Anleger eigentlich gerade in der aktuellen Situation machen, um eine Ahnung zu bekommen, was hier in der nächsten Zeit eventuell profitabel sein könnte. Und wie wir sehen können, haben diese langfristigen Anleger allesamt noch keine Profite genommen. Das bedeutet, es ist hier eher davon auszugehen, dass es absolut noch nicht an der Zeit ist, hier den Markt zu verlassen, sondern noch etwas klüger wäre zu warten oder gegebenenfalls auch noch sein Portfolio für die nächste Zeit aufzustocken. Außerdem möchte ich euch noch den sogenannten Fear and Greed Index vorstellen. Dieser Fear and Greed Index sagt uns jetzt an und für sich nicht so viel darüber aus, ob wir uns in einem Bullrun befinden oder nicht. Was wir aber an diesem Fear and Greed Index sehen können, ist das aktuelle Market Sentiment, also die Stimmung der Bitcoin-Anleger, die eben zurzeit im Markt sind. Das Ganze wird gemessen und zusammengefasst an sämtlichen Indikatoren, wie beispielsweise Schlagwörtern, die in Google gesucht werden und so weiter. Ich weiß das jetzt auch gar nicht auswendig, aus was sich dieser Indikator alles zusammensetzt, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe in der Vergangenheit sehr, sehr oft diesen Indikator angeschaut und mir wäre noch nie aufgefallen, dass das jetzt unpassend zur aktuellen Situation wäre. Und wie wir sehen können, haben wir eine Anzeige, die vom roten Bereich Extreme Fear bis rüber reicht zu Extreme Greed. Auf Deutsch eben extreme Furcht und extreme Gier. Und da können wir eben sehen, wenn der Preis gerade drastisch nach unten geht und die Leute denken, wir sehen jetzt eventuell einen Bärenmarkt, dann wird das Ganze hier auf Extreme 4 umgestellt. Und wenn sämtliche Influencer hier vom Mond und Lamborghinis reden, dann schaltet hier dieser Balken eben auf extreme Gier um. So circa könnt ihr euch das Ganze vorstellen. Und in Wahrheit sagt uns dieser Indikator, dass wenn wir uns hier im Bereich extreme Furcht befinden und sämtliche Short-Term-Anleger, wie wir sie eben hier gerade besprochen haben, den Markt verlassen, dann sollten die langfristigen Anleger eigentlich klug genug sein, um hier die Chance zu ergreifen und in diesem roten Bereich nachzukaufen. Also anders als ihr das jetzt vielleicht dachtet, Extreme Fear bedeutet absolut nicht, dass man hier gut beraten ist, seine gesamten Positionen zu verkaufen. Beim Bereich extreme Furcht ist es eben für kluge und langfristige Anleger meistens sinnvoll, hier neue Positionen aufzuladen. Während der Bereich extreme Gier, also der Bereich, wo eben sehr viele gierige, kurzfristige Anleger für kurze Profite den Markt betreten, da wäre eher der Zeitpunkt gekommen, um eben Profite zu nehmen. Also es ist auch ein sehr, sehr schöner Indikator, dieser Fear and Greed Index, den ich mir immer mal wieder anschaue. Keine Sorge, ich werde euch jeden einzigen Chart, den ich euch heute zeige, auch natürlich in der Videobeschreibung verlinken. Dann könnt ihr euch das Ganze eben auch gegebenenfalls selbst natürlich anschauen, wenn ihr das wollt. Zuletzt werde ich mit euch hier den CBBI Historical Chart durchbesprechen. Und dieser Indikator hat von den Indikatoren, die wir uns heute angeschaut haben, meiner Meinung nach die höchste Aussagekraft. Denn dieser Indikator ist, wie wir hier auch sehen können, zusammengesetzt aus dem Pi Cycle Indicator, den wir uns gestern angeschaut haben, dem Relative HODL Ratio, den wir uns ebenfalls gestern angeschaut haben, die 2-Years Moving Average, die wir uns ebenfalls gestern angeschaut haben, dem Fakt, wie oft Bitcoin in der Google-Suche gesucht wurde und noch sehr, sehr vielen anderen Faktoren, die wir auch hier sehen können. Und dieser Indikator ist speziell dafür da, den höchsten Punkt eines Bullruns und den tiefsten Punkt eines Bärenmarktes ausfindig zu machen. Und hier links können wir sehen, haben wir eine Skala von 0 bis 100,
Und hier links können wir sehen, haben wir eine Skala von 0 bis 100 abgebildet. Die 0 auf dieser Skala symbolisiert uns, dass wir uns gerade am tiefsten Punkt des Bärenmarktes befinden. Und die 100, die jetzt hier nicht angeschrieben ist, symbolisiert uns, dass wir uns am höchsten Punkt eines Bullruns befinden. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal hier in der Vergangenheit anschauen, dann können wir sehen, dass der Indikator im Bullrun Zyklus Top 2013 sehr genau gepasst hat, sowie im tiefsten Punkt des Bärenmarktes anschließend im Jänner 2015. Auch beim letzten Zyklus-Top 2018 haben wir exakt den höchsten Punkt der Skala erreicht und am tiefsten Punkt des Bärenmarktes sind wir eben bis auf einer 3 auf dieser Skala zurückgefallen, was ebenfalls ein sehr, sehr präzises Ergebnis war. Aktuell können wir sehen, dass sich dieser Wert etwa bei der Zahl 55 befindet. Das bedeutet, dieser Indikator ist sich eigentlich ziemlich sicher, dass wir es hier noch lange nicht mit dem Ende des Bullruns zu tun haben, sondern dementsprechend eben noch ordentliches Aufwärtspotenzial haben, so wie das letzte Mal, wo wir uns hier eben etwa bei der 50 auf diesem Indikator befunden haben. Liebe Zuschauer, ihr habt es gesehen, wir haben uns jetzt in den letzten zwei Tagen sämtliche Indikatoren zu Herz genommen, die uns eben auf ein mögliches Ende des Bullruns aufmerksam machen können. Und wir hatten nicht einen einzigen Indikator, der uns hier eben auf ein Ende des Bullruns aufmerksam gemacht hätte. Deswegen sind diese zwei Videos vielleicht auch gerade für Leute wichtig, die hier nicht am Traden interessiert sind, sondern sich um den aktuellen Bullrun-Status des Bitcoins erkundigen möchten. Und ich hoffe, ich konnte diesbezüglich auch diesen Leuten eine gute Auskunft über die aktuelle Situation bieten. Wenn euch das ganze Video gefallen hat und ihr einen Mehrwert davon hattet, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Like da lasst. Ich hoffe, ihr könnt diese Indikatoren jetzt in Zukunft auch für eure persönliche Analyse benutzen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Das ist Ziel der ganzen Sache. Und ich hoffe, wir sehen uns auch morgen wieder bei einem weiteren Teil dieses Crypto Trading Adventskalenders. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.